viel zu sagen. Aktiv User Roni, macht die 20k voll, wenn ihr cool seid. Wenn ihr doof seid, dann lasst es. Wisst ihr, Leute, welche Person liebe ich am meisten? Boah, jetzt ist mir schlecht. Genau, ey. Mich selber. Und danach? Genau, Unge. Oh, ja, ist kein Das war ich, oder? Mich selber. Und danach? Genau. Ja, das bin ich. Unge. Ja, ist kein Surprise mehr. Ihr habt es im Titel ja schon gesehen. Unser Ungi macht Werbung für... Unge reagiert auf Influencer, verklagt in ganz Sein Deutschland. Kanal. So. Da könnte man sich ja erstmal fragen... But why though? Sind doch eh nur lame reactions. Warum würde Unge wohl für sich Werbung machen? Ich meine, er ist doch... YouTube-Werbung würde man ja basically aus zwei Gründen machen. Erstens, man will neue Leute erreichen. Oder zweitens, man will mehr Klicks. Was ja auch aus dem ersten Punkt hervorgeht, neue Leute sind ja auch automatisch neue Klicks. Wenn er neue Leute erreichen will, Real Talk, wer zum Frick, der ein bisschen im Internet-Game ist, kennt Unge nicht. Denn die Werbung habe ich nicht selber bekommen, sondern der gute alte Erz-Detox. Immer wenn ich seinen Kanal ein bisschen shoutoute, sieht sein Abo-Wachstum so aus. Ja, das war's. Kannte er Unge etwa nicht? Natürlich kennt er Unge, get real, guys. Aber er hat personenbezogene Werbungen deaktiviert. Also für wen ist die Werbung dann gedacht? Welche Zielgruppe hat er eigentlich? Ja gut, man darf aber dabei halt auch nicht vergessen, also ich denke mir zum Beispiel auch immer so, okay, es kennt ja eigentlich jeder Unge, genauso wie auch eigentlich jeder KuchenTV kennen sollte oder Simon Desio oder Bibis Beauty Palace. Aber das sind ja trotzdem alles Kanäle, die immer noch Reichweite dazu kriegen. Und ich denke mal, auf der einen Seite, es kommen natürlich immer neue Leute auf YouTube so und die kriegen natürlich halt nicht sofort mit, was hier alles so abgeht. Ne? Klar, die meisten rutschen halt so rein, ne? Die unterhalten sich in der Schule über YouTuber XY, dann guckt man selber mal vorbei, dann findet man das halt geil. Ne? Also das auf jeden Fall erstmal. Und was man dann auch nicht vergessen sollte, ist natürlich auch, dass Werbung ja nicht unbedingt nur dafür da ist, um neue Leute zu erreichen, sondern auch in den Köpfen der Leute zu bleiben und um sich im Gespräch zu halten, sage ich mal. Ne? Ich meine, Volkswagen zum Beispiel kennt ja auch jeder, aber trotzdem geben die ja mega viel Geld für Werbung aus. Und das machen die ja jetzt nicht mal unbedingt, damit neue Leute die Firma kennenlernen, sondern damit man auch einfach in den Köpfen bleibt. Und wenn du dir dann ein neues Auto holen willst, dann sagt man sich vielleicht so, oh, ich habe da letztens was von VW gesehen, da will ich halt einfach mal reinschauen. Ne? Und ich denke mal, dass, also Unge wird ja auch, er kriegt ja auch noch Plus-Abos. Und ich denke mal auch, dass auch wenn man das halt nicht glaubt, gibt es wahrscheinlich Leute, die ihn halt nicht kennen. Kann ich mir halt sehr gut vorstellen und da sollte man dann halt wirklich nicht so vergessen, dass es durchaus sein kann, dass es tatsächlich Menschen gibt, die ihn halt nicht kennen, so auf YouTube, ne? Oder die ihn vielleicht einfach noch nicht abonniert haben und dann kriegen die das vorgeschlagen, denken sich so, ja, guck ich mal rein, gefällt denen, die abonnieren dann halt, ne? Also, wie gesagt, ich denke, es gibt da viele Möglichkeiten, warum man das halt macht. Bei welcher Zielgruppe würde sich Unge denken, Alter, ihr 40 Frauen, die Single-Mütter sind? Ich glaube, die würden sich gerne meinen Bepega, ich meine, meine Videos anschauen. It's okay, Unge. Kannst du ehrlich sein, Unge? No judge. I would freak too. Aber genauso wie Pewds würde... Würden ein grünes Etwas fricken? Erik Pefts, check ich nicht. Auch etwas anderes Grünes fricken. Also er ist Erik wahrscheinlich. Also geht es ihm vielleicht um die Klicks, obwohl er doch rich ist. I mean, es gibt eigentlich kein Stagnieren. Entweder wächst du oder du schrumpfst. Nein. Ja, und ich meine, was ich mir halt auch vorstellen könnte, warum der halt Werbung schaltet, ist halt, um einfach Steuern zu sparen. Ne? Weil das ist ja halt auch eine Firmenausgabe, die du halt haben kannst. Ich weiß nicht, inwiefern der da, also ich glaube, der ist schon richtig klug, was so Finanzen und so weiter angeht, ist es, glaube ich, jemand, von dem du halt wirklich lernen kannst. Deswegen, irgendwann will ich mal nach Madeira fahren und werde mir da mal ein paar Tricks abholen und dann als Millionär zurückkommen. Und ich weiß nicht, wie das halt in Portugal gemacht wird, aber deine Ausgaben kannst du halt einfach absetzen. Und du hast ja so einen Höchstbetrag irgendwann oder so, oder vielleicht spart der da wirklich, auch wenn man wenig Steuern zahlen muss, irgendwie nochmal mega viel oder vielleicht hat Portugal irgendein Gesetz, dass man Steuern nochmal extra abrechnen kann bis zu einer bestimmten Größe, ich weiß es nicht, so dass er, dass es sich für ihn halt einfach lohnt, zum Beispiel, keine Ahnung, 10.000 Euro im Jahr da rein zu investieren. Was halt zum Beispiel halt sehr komisch ist oder was meinen Schluss auf jeden Fall bestätigen würde, er schaltet ja jetzt erst gegen Ende des Jahres Werbung. So, ne? Ich meine, wenn er das jetzt random irgendwann gemacht hätte, wäre das halt was anderes. Aber gegen Ende des Jahres sind ja so die letzten Chancen, nochmal Geld zu sparen und Geld von den Steuern abzusetzen. Und da kann ich mir natürlich dann halt schon vorstellen, dass er dann sagt, jo, ne, ich will jetzt hier nochmal von den Steuern runterkommen und dann kaufe ich einfach Werbung. So, ne? Da hat er was von. Ist kein verschwendetes Geld, wie wenn er jetzt 10 Handys irgendwie, wenn er jetzt 10 Handys oder sowas kaufen würde. Und er hat halt Vorteile davon, weil er dann theoretisch ja auch mehr verdient. So.
Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann auch sein, dass er sich einfach denkt, der Bereichweite so, was auch nicht schlimm wäre. So, ich bin auch überlegen, das zu machen, gerade um ehrlich zu sein. Und dann neue Leute auf seinen Kanal zu lecken, die sich dann eventuell regelmäßig seinen Content anschauen. Schau, das bringt natürlich auf Dauer wieder das Geld rein. Bei Ungen kriegt man aber neuerdings nicht mehr so... Er hat Abozahlen deaktiviert, Abo-Wachstum bricht ein und jetzt kommt der Dezember. Es könnte auch sein, Digga. Diepe Werte vermittelt. Sondern sein Kanal ist derzeit sehr auf Unterhaltung ausgelegt. Simple Unterhaltung, könnte man vielleicht sagen. Reactions waren ja nie so meins. You can watch my video dazu. Gibt es sicher wie Edward Reactions oder so von nice YouTube, sein, wo man das machen kann? Und sind auch sehr wichtig geworden. Aber wenn man sich Unges Kanal derzeit anschaut, ist das gefühlt mehr so... Leute, der Stream hat noch nicht mal angefangen und schon habe ich wieder über 1000 Euro verdient. Ja, Junge, ne, das ist echt krank, Alter. Ich brauche euer Geld nicht, also bitte donatet nicht. Right, Unge. Nicht Spaß. Ich habe heute echt nice Videos für euch vorbereitet. Lasst mich eben auf die Liste schauen. Das ist ein bisschen lame, Unge. Und zwar Real Talk. Real Talk. Auch Just Nero hat es mal gesagt in seinem 10 YouTuber kritisieren Video. Do what you want, Unge, but actually no. Es gibt mehr da draußen als nur Memes. Ja. Also ich persönlich muss halt auch sagen, dass ich die Reactions von Unge halt überhaupt nicht verfolge, weil ich mir halt auch einfach denke, so warum soll ich mir halt irgendwelche Memes oder sowas angucken? Also ich finde, mal kann man das ja machen, das ist ja wirklich überhaupt kein Problem, ne? Und im Endeffekt muss das ja auch jeder für sich selbst entscheiden, aber ich weiß nicht, ich finde es halt ehrlich gesagt einfach absolut langweilig. Also wenn du mal so guckst jetzt hier, oder hat jetzt sehr viel Gaming irgendwie nur gerade online, ne? Aber weiß nicht, so Sascha ist zum Beispiel auch eher so Meme-Content, sag ich mal, der stellt ja auch irgendwie so ein bisschen Memes. Das glaube ich nicht, das weiß ich nicht. Ja gut, er hat das jetzt hier, er schreibt ja nicht immer Dings, aber hier deutsche Memes zum Beispiel, in 144p, ich glaube, das macht der, da reagiert er halt auch irgendwie gefühlt jedes Mal drauf. Es sind halt einfach sehr viele Meme-Videos so und ich weiß, ich persönlich finde es halt irgendwann einfach sehr langweilig. Also er kann natürlich gucken, was er möchte so, ne, das ist ja ein Kritikpunkt, das ist halt komplett subjektiv, ist ja nicht so, dass ich sage, der abonniert Unge, weil der reagiert nur auf Memes, sondern meine persönliche Meinung ist halt, dass halt sehr langweilig ist. Also gerade von einem Unge, ne, der mega viel erreicht hat, mega erfolgreich ist so. Also von dem hat man ja einfach eine hohe Meinung und von dem würde es mich halt auch einfach interessieren, was der so zu allen möglichen Dingen sagt. So, zum Beispiel mit diesem Drogendealer-Video oder so, ist schon spannend, wie ist ein Unge eigentlich so bei diesem Thema eingestellt, ne? Oder jedes andere Video, was halt existiert. Deswegen finde ich das persönlich halt auch ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Und ja, guck mir halt da halt auch so gut wie nichts an. Unge reagiert auf 144p-Memes. Unge reagiert auf Memes, die anders lost sind. Okay, was? Meme-Video. Freaking Jesus-Memes. Memes-Compilation. Diese Pepega-Memes. Memes XXL. JK, du bist einfach fett, du Bastard. Real Talk, du bist einfach nur fett. Habt ihr es auch gemerkt, wie man Unges Lachen allein schon beim Thumbnail hören kann? Nein. Ich finde es auch unangenehm, dass er jetzt bei Spenden immer Geburtstagsgrüße im Vollbild gibt. Oh, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, wenn er das macht. Dann spul zurück, ich gebe euch 3 Sekunden. Ja, das Ding ist, Leute kritisieren ja zum Beispiel auch immer, weil ja Unge auch immer so sagt, ja, spendet nicht, dass er damit halt Leute anstiftet. Ist natürlich halt richtig, dass er das macht. Und da werfen die ja voll viele Feuer, dann deaktiviert das halt doch einfach. So, aber ich persönlich muss sagen, also ich würde es halt auch in der Größe von Unge auch nicht deaktivieren. Aber ich sag mal, der wird wahrscheinlich pro Stream mit Mitgliedern und Donations, keine Ahnung, ein paar tausend Euro oder sowas verdienen, sagen wir mal, weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt noch keinen Stream von Unge von Anfang bis zum Ende geguckt. Sagen wir mal, vielleicht 5000 oder so. Wie gesagt, ist nur geschätzt, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Oder selbst wenn es nur 1.000 Euro sind oder 2.000 so und der streamt jeden Tag, dann sind das ja im Monat 60k, dann sind das im Jahr 720k, also fast 1 Million alleine durch Donations und Mitglieder und so weiter. Also ganz ehrlich, da würde ich nicht drauf verzichten. Also klar, Unge ist wahrscheinlich mega rich oder er ist mega rich und er hat das wahrscheinlich auch nicht nötig. Aber auf so viel Geld würde, glaube ich, keiner von uns verzichten. Und es ist ja auch nicht so, dass er Leute damit abzieht, sondern das ist ja immer noch eine freiwillige Spende. So, ne? Wenn du halt Lust hast, ihn zu unterstützen, dann kannst du das halt machen. Deswegen habe ich damit auch gar kein Problem. Ne? Also das ist ja jedem selbst überlassen. Ich meine, so gesehen bin ich ja auch nicht auf eure Spenden angewiesen oder eure Prime-Subs. Ich freue mich natürlich trotzdem sehr drüber. Und das ist ja das Gleiche. So, ich könnte das ja auch deaktivieren, so, weil ich das Geld ja so gesehen nicht brauche. Ich meine, Among Us ist doch jetzt gerade mehr als genug. Überall, Mann. Dieses 70.000 IQ-Play hat uns das... Eben, und das
das kommt ja auch noch dazu, weil sie wird sagen, Unge verkauft damit halt seine Seele, aber er hat ja keine. Spiel gewonnen. Er war's. Ja, Mann, Real Talk. Mann, warum ist es immer bei mir gelb? Reagier ruhig vielleicht mal auf anderen Stuff. Ist zwar deine Entscheidung, but please. Nero hat ja auch den Vorschlag gemacht, dass du vielleicht einmal die Woche auf einen kleineren YouTuber reagieren kannst, der dir vorgeschlagen wird von der Community. Ne, wen du vielleicht nehmen kannst. But please. So, aber jetzt muss ich erstmal kurz eine Reaction aufnehmen für meinen Zweitkanal. Ich meine, würde ich sagen, dass vegane Menschen besser seid als ihr Abartigen? Kuss. Geht raus an Active User, denn er hat vor allen anderen angefangen mit Memes und zwar wirklich lustig. Denn das regt mich auch auf. Der Aufstieg von diesen ganzen Meme-Videos. Vielleicht sieht jemand das Video, der auch solche Meme-Videos macht, mit mal mehr, mal weniger Erfolg. Zen. Sorry. Not. Diese wacken Meme-Videos sind doch immer dasselbe. So ein Trash-Format, irgendein Müll, der passiert und darüber eine lustige Caption. Ja, wow. Das ist halt echt nice geil. Meme, Bro. Hast den geklaut oder selber ausgeschissen? Deswegen, Unge, wenn du Werbung für deinen Kanal machst, dann mach ruhig vielfältigeren Stuff. Weil deine Meinung zu einigen Themen finde ich auch sehr interessant. Und wenn ich schon Werbung sehe, dann will ich Quality-Werbung sehen. Und das werden wir jetzt auch tun. Was? Alles klar, Digga. Geile Werbung. Alter, kranke Werbung, Bro. Vor allem das Ding ist ja, gehen wir mal davon aus, dass es wirklich am Ende das Spiel ist. Eigentlich sollte der Effekt ja sein. Oh wow, sieht das Game cool aus. Ich hab richtig Bock, das zu spielen. Nur Mann! Ich hab den langsam ankommenden Mann im offensichtlichen Polizeioutfit, der sogar ein Ausrufezeichen über sich hat, nicht erkannt. Und hab jetzt außersehen einen Beamten erschreckt. Jetzt kriege ich wohl meine verdiente Strafe. Okay, Officer, nehmen Sie mich fest. Hey, Moment mal! Nur weil die Leute lieben. Marvin, dankeschön für dein Raid. Vielen lieben Dank, Bruder. Ehre. Lasst ein Primesup hier. Und warum hat der Dude mit dem Afro auch ein Ausrufezeichen? Nur weil er rumläuft wie ein Gangster? All we had to do was follow the damn train, CJ. Oh nein, es gibt noch eins. Das ist bestimmt besser als die erste Werbung. Genauso Trash anfangen, Alter. Boah, was mich so generell bei diesen ganzen Werbungen aufregt, die man so bei Facebook und so weiter sieht, dass es halt einfach auch nie das richtige Spiel zeigt, oder? Es ist ja hier so, ich weiß jetzt nicht, wie die ganzen Apps heißen, aber bei voll vielen wird so gemacht, dass du so Strichmännchen auf einer Map hast und die haben dann so verschiedene Level. Und dann hast du halt einen offensichtlichen Weg, der halt der richtige wäre. Und dann spielen die das halt fünfmal falsch und dann sagen die so, hier, downloade das doch. Und dann gehst du da drauf, es ist halt was komplett anderes. Wo ich mir so denke, also, ich weiß immer nicht, warum die so eine Werbung machen. Weil du siehst doch dann, dass es nicht das Spiel ist. Selbst wenn ich mir das runterlade, werden das auch locker mega viele wieder deinstallieren. Also als ob das wirklich mehr Leute rankriegt, als eine richtig gut gemachte Werbung, wo es wirklich um das Spiel geht. So, es gibt ja so viele Möglichkeiten, ne? Oder was ich auch vorhin wieder gesehen habe, da dachte ich mir auch so, ach, Digga, das ist nicht deren Ernst. Das können die nicht ernst meinen, Mann. Das ist so ein Spiel, da bist du halt Kassierer und musst halt Wechselgeld zurückgeben. Und dann, keine Ahnung, steht da halt Wechselgeld, keine Ahnung, $12.50 oder so. Und dann hat er halt so 2-Cent-Stücke zurückgegeben und du musst halt immer auf das Geld so auf den Tresen packen, also immer so nehmen und da drauf packen. Und dann nimmt er so ein 50er, geht natürlich nicht, weil da irgendwie 12 Euro irgendwas steht. Dann nimmt er ein 20er, geht auch nicht. Dann nimmt er irgendwie 2 Fünfer, dann sind es irgendwie noch 3 Euro. Dann nimmt er dreimal hintereinander einen 10-Euro-Schein und will den da hinlegen und geht nicht. So, wo ich mir so denke, ey, das ist die schlechteste Werbung, die ich je gesehen habe. Es ist nicht mal lustig kommentiert oder sonst irgendwas, sondern du siehst halt wirklich nur, wie halt offensichtlich falsche Scheine dahin tun. Also, was für Vollidioten ziehst du damit an, die sich denken, oh, das kann ich aber besser als der. Und die sich das dann wirklich runterladen. Ja, da dachte ich mir so, ey, halt einfach dein Maul, ne? Das ist halt, also wacker geht's ja halt einfach gar nicht, Mann. Glückwunsch SBH6, Bro. Viel Spaß damit. So ein Scheiß.
Oh nein, da hinten seht ihr schon die Polizisten. Alter, kranker Tritt. Das ist das gleiche, nur gespiegelt, oder? Das ist bestimmt besser als die erste Werbung. Alles klar, ey. Was ist Scheiße? Literally. Wie, die Kunden sind unzufrieden? Nur weil ein bisschen Pupu durch den Raum geschossen wird? Sollen die mal nicht übertreiben. Der Kommentar trifft es perfekt. That's definitely my reaction when someone all over the place. Bruh. Oh Mann, wie doof, ey. Schon wieder scheißt jemand straight up wie ein Maschinengewehr mitten im Restaurant. Und vor allem, warum ist die letzte Frau denn unzufrieden? Oh Mann, so ein Müllrestaurant. Hier stinkt es warum auch immer überall nach Scheiß. Und vor allem könnten die genauso gut Ziegelsteine raushauen, so wie das aussieht. Auch so nice, wie sie quasi gezielt auf die beiden Männer hinsprayt. Oh, es bewegt sich was. Das Menschenweibchen versucht die Aufmerksamkeit der Männchen zu erhaschen. Den Männchen scheint es nicht zu gefallen, aber sie verlassen auch nicht ihren Platz. Vielleicht hat das Weibchen mehr Erfolg mit der zweiten Ladung. By the way, Junge, wo findest du so eine Scheiße, dass die Kacke da immer im Raum rumfliegt, Junge? Was ist mit dir? Sollte mir auf Reddit unterwegs sein, da gibt's anscheinend gute Themen. Alter. Direkt erstmal downloaden, Bro. Kannst du mir den Link für die App noch schicken? Ja, ich hoffe, es wurde jetzt klar, dass dieses Video kein wirkliches Konzept hatte. Ungemacht für seinen Kanal Werbung, es hat mich einfach Real Talk überrascht, weil ich glaube, jeder, der YouTube regelmäßig benutzt, kennt voll Unge und ist entweder schon in seiner Zielgruppe drinne oder halt nicht. Aber ich konnte die Gelegenheit nutzen, um euch weitere Trash-Werbungen zu zeigen. Ist es tatsächlich und es gibt nicht so. Noch viel, viel mehr. Weil das waren noch nicht mal die anderen asiatischen Werbungen, die ich euch zeigen wollte. Und Korrektur für das letzte asiatische Werbung-Video. Ja, ich weiß, dass Indien in Asien liegt, but you know guys, indischer Content ist einfach anders. Ciao. Hab nichts Besonderes zu sagen, außer thanks, guys. Ich bin gerade relativ produktiv, danke. Weil ich mir jeden Tag einfach so ein Mindestmaß an Arbeit vornehme. Was ja, Digga, nehme ich mir auch immer vor. Aber naja, lass uns nicht drüber reden. Okay, thanks, bye.